Ortstermin in Irpin. Nach seiner Ankunft in Kiew ist Bundeskanzler Olaf Scholz in den Vorort der ukrainischen Hauptstadt gereist. Gemeinsam mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Italiens Regierungschef Mario Draghi besucht Scholz den Ort, der wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen zum Symbol des russischen Angriffskrieges in der Ukraine geworden ist. Begleitet werden die drei Staats- und Regierungschefs vom rumänischen Präsidenten Klaus Iohannis und einem großen Sicherheitsaufgebot. In Irpin und in weiteren Städten der Region wurden während der russischen Besetzung im März hunderte Zivilisten getötet. Auf dem Programm stehen anschließend Gespräche der drei Staats- und Regierungschefs mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Voraussichtlich werden dabei der ukrainische Antrag auf EU-Mitgliedschaft sowie weitere Waffenlieferungen im Vordergrund stehen.